Es war immer ein Traum von mir, nochmal in dem Verein zurückzukehren, wo ich angefangen habe als kleiner Junge, wo meine Familie aufgewachsen ist, wo ich als kleiner Junge aufgewachsen bin. Und das war so der erste Verein, mit dem ich groß geworden bin. Und war immer mein Traum, da nochmal zurückzukehren. Das hat letztes Jahr geklappt. Darüber bin ich sehr stolz, heute immer noch. Egal, wie das im Verein aussieht oder in welcher Position wir spielen oder sonst was, das ist mir in dem Sinne egal, sondern mir ging es einfach nochmal zurückzukommen. Und zu Bartosz, ich freue mich, dass er hier ist, dass wir einen Trainer gewonnen haben, der die Jugendarbeit in Deutschland quasi mit aufgebaut hat in verschiedenen Vereinen, der die Strukturen der Jugendarbeit kennt, dann auch in den Profis gearbeitet hat, das auch erfolgreich. Und man freut sich natürlich, wenn wir als Verein einen deutschen Trainer verpflichten können und man auch diese gewissen Strukturen hat, die man aus Deutschland kennt, ist schön. Ja, ich glaube, ich würde so beantworten, dass am Ende des Tages, beziehungsweise es war die erste Entscheidung und dann auch die letzte, dass es dann irgendwo auch eine Bauchentscheidung war, eine intuitive Entscheidung war. Einfach weil ich ja, glaube, dass ich einfach weiß, wo meine Wurzeln auch sind und waren. Das sind halt polnische Wurzeln einfach und dementsprechend hat die emotionale Komponente neben der fachlichen eine Rolle gespielt. Sabrze ist ein toller Verein, ein traditionsreicher Club, einer der traditionsreichsten, wenn nicht der traditionsreichste sogar in Polen. Und dementsprechend auch mit einer ganzen Menge Potenzial. Und für mich ist eigentlich immer auch wichtig, einerseits, ja, habe ich ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Und die zweite Frage, die ich mir beantworten muss, immer, kann ich etwas in so einem Verein halt bewegen und in der Region bewegen? Gibt es da eine Vision dahinter? Und das war einfach bei Sabrze ein sehr, sehr guter Punkt, ein sehr, sehr vorteilhafter Punkt. Und natürlich klar dann auch mit der Kombination Polly, dass er natürlich auch mit dabei ist. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo man auch voneinander viel profitieren kann. Und ich glaube, das ist einfach die Kombination, wo wir von der tollen polnischen Kultur wieder auch viele Vorteile haben können, aber auch die von uns wieder vielleicht einiges mitnehmen können. Schlonske to jedzenie, nie? Kluski, rolada, żurek, zawsze fajnie smakuje na Śląsku. Nie wiem, na pewno ludzie zawsze jak przyjeżdżają na Śląsku, zawsze idą sobie na obiad dobry i to idzie na Śląsku jeść. I po drugie jest na Śląsku Górnik, to jest nasz klub. Są te kopalnie, ta tradycja, gdzie też moja cała rodzina pracowała pod ziemią. No i co jeszcze? To jest dom. Jak mówiłem przedtem, urodziłem się tam, jestem ze Śląska, niedaleko stadionu się urodziłem i to dla mnie jest rodzina, klub Śląsk i tam się czuję dobrze jak w domu. To ciężko powiedzieć, jak wygląda w Polsce, ale w Niemcach wiem, że w Niemcach to jest bardzo dobre i teraz nie wygrali, a zrobili drugie miejsce i taka euforia była w Niemcach, jak się to zawsze zdarza, jak są Mistrzostwa Świata albo Mistrzostwa Europy. Fajne, że też kobiety grają, że dzieci grają. I ja jestem za tym. W Niemczech piłka nożna kobiet się też rozwijała przez wiele lat. Nieraz trochę powoli się rozwijała, nieraz trochę szybciej. I teraz jak są takie emocje, mistrzostwa i tak dalej, są sukcesy, to no, jest po prostu inne poczucie tego wszystkiego, optymizm i tak dalej. Ale myślę, że w Polsce tak samo jest taka szansa, że tylko po prostu trzeba stworzyć te struktury i tak dalej. Może mało sukcesy do tego są potrzebne, ale mi się wydaje, że Niemcy nad tym też długo pracowali. I w Polsce są też możliwości. Wie ich ihn sehe, die haben sich jetzt für die WM qualifiziert. Ich denke, das ist ein großer Erfolg für sie. Und ich hoffe, dass es dem Land und der Liga auch mal einen Boost gibt, dass man nicht nur immer auf die Nationalmannschaft schaut, sondern dass man auch den Schwung und die Euphorie und das ganze Paket mit auch in die Liga investiert. Strukturen schafft in den Vereinen, in den Akademien. Viele Vereine haben das schon, aber viele Vereine haben es auch nicht. Und wo der Fußball steht, ist immer schwer mit anderen Ländern zu vergleichen. Weil viele immer sagen, ja, guck mal nach Deutschland, wie das Bayern München macht oder wie das Dortmund macht, aber mit denen können wir uns nicht vergleichen. Man kann sich von denen was abschauen und was lernen, aber man kann jetzt nicht sagen, von heute auf morgen kommt man auf das Niveau, weil das einfach von der Verhältnismäßigkeit nicht dasselbe ist. Und da hoffe ich einfach und habe auch gehofft, wo die WM, EM 2012 in Polen war, dass es dem Land
und der Liga so einen Boost gibt. Das war am Anfang so, dann hat es wieder ein bisschen ist wieder runtergegangen und ich hoffe jetzt irgendwann, dass es weiter nach vorne geht. Klar, die Nation steht immer über allem, aber man hat auch eine Liga, man hat Vereine, man hat Amateurfußball, der auch ganz wichtig ist, der vor allem in Deutschland sehr, sehr viel gefördert wird. Wo ich auch eine Chance sehe in Polen, dass es ein bisschen noch mehr gefördert wird. Ein Land mit sehr, sehr viel Potenzial einfach. Also wir haben glaube ich, ein Land, was sehr, sehr Fußball begeistert ist, was man bei den internationalen Wettbewerben immer wieder auch sieht. Aber auch insgesamt, finde ich, also auch bei den Ligaspielen, man sieht schon diese Fußballbegeisterung, die Menschen lieben den Fußball hier und da steckt einfach schon wieder ein Riesenpotenzial dahinter. Und ich glaube, dass es auch, wie es in Deutschland auch mal die Probleme gab, aber wir haben, glaube ich, die Talente, das sieht man immer wieder Jahr für Jahr, auch bei der Nationalmannschaft, dass wir halt auch teilweise Weltklasse-Spieler hier in Polen haben. Auch wenn die Grundlage, die Begeisterung da ist, wenn man das dann mit Leidenschaft füllt, mit einer gewissen Machermentalität vielleicht auch, sich nicht über Dinge immer zu beklagen, sondern auch wirklich die Dinge mal mit anzupacken, dann glaube ich schon, dass sie halt einfach auch da ein Riesenpotenzial insgesamt in Polen schwebt, aber auch beispielsweise bei uns im Verein. Ciężko, dużo faworytów jest, zawsze są te same, nie? Niemcy, Anglia, Hiszpany, Argentyna, Brazylia, Belgia może coś tam. Ciężko powiedzieć, nie ma takiego jednego, gdzie powiesz, ten jest ten jeden faworytem i wszystko jest na jedną kartę stawione. To nie jest tak. Cieszymy się, że są dobre drużyny tam. Że jest mistrzostwo świata i na koniec zobaczymy. Jeżeli chodzi o wynik, kto wygra, no myślę, przed mistrzostwami to zawsze trudno powiedzieć, bo faworyci to zawsze tylko patrzymy, kto ma najlepszych zawodników, a jednak się liczy, kto ma najmocniejszą ekipę, kto ma najlepszych charakterów jakby w takiej drużynie. Też tak mówiliśmy już też na temat Belgii na przykład, czy to są po prostu też takie państwa, co mi się podoba, co zrobili przez ostatnie lata, jakie struktury mieli, jakich zawodników sprowadzili, jak to budowali też przez wielu lat, że teraz są może na tym poziomie, że jeżeli grają takie mistrzostwa, że zawsze ludzie mówią, to może jest taki mały faworyt jakby i to mnie cieszy, jeżeli ktoś pracował dużo lat na takie sukcesy i wtedy je osiągnie i dobrą drużyną je osiągnie z emocjami, to wtedy się z tego powodu też cieszę i chcę, żeby najlepsza drużyna wygrała, a nie najlepsi zawodnicy.